Für das orientalische Windlicht habe ich mich für folgende Produkte entschieden. Ein kleines Windlichtglas, drei verschiedene Gunidekor-Farben, den Eiskristall und den Softbrush mit den Spitzen. Ich nehme jetzt das Windlichtglas, tue hier einfach ein bisschen Farbe drin, in den Gunidekor. Das muss überhaupt noch nicht so schön aussehen. Hier habe ich noch Perlmuttfarbe genommen, die noch so einen schönen Glanz gibt drin. Jetzt wird das Ganze mit den Fingern verrieben. Das spielt keine Rolle, wie das eigentlich hier aussieht. Das Feuchttuch wieder abputzen. Dann nehme ich den Softbrush und gehe hier drin und mache einfach so ein paar Schlangen drin. Nachher nehme ich den Eiskristall und fülle das Windlicht mit diesem Kristall. Ich würde es in eine Powder rein tun, also den Rest noch auffangen könnt, was zu viel ist. Hier drin ein bisschen umfahren, bis es gut klebt. Und den Rest wieder retour leeren nachher. Jetzt sieht man hier, wie das schön glitzert und nachher funkelt, wenn man es Teelichtli drin hat und anzündet. So schnell ist ein orientalisches Windlichtli gemacht.